Schon sah er seinen Gegner wie eine Statue über sich stehen und zum letzten tödlichen Hieb ausholen, da spürte seine freie linke Hand Holz. Das Haupt seines Gegners, das im nächsten Moment über den Kampfplatz rollte, zeigte immer noch dessen verblüfften Gesichtsausdruck, als es am Ufer des Flüsschens endlich liegen blieb.